Hallo Supernasen! Hallo, die allergrößte Supernase steht gerade vor euch. Und sagt euch jetzt kurz was über Corona. Corona, ja, was will uns Corona sagen? Das Gleiche, was ich immer sagen will. Vielleicht war es interessant, wem wir Corona nicht als Krankheit oder als was sehen, das man bewerten muss oder verurteilen, als Grippe oder nicht als Grippe oder als ganz schlimmen Virus, der die ganze Welt befeuert, sondern wenn man es einfach mal als Ereignis sehen könnte. Es ist ein Ereignis, das uns alle trifft, jeden von uns betrifft und es will uns was sagen, ganz in detail. Nämlich, dass wir die Augen aufmachen sollen. Corona ist ein wesentlicher Bestandteil vom Auge und nämlich, dass wir die Augen für das Wesentliche öffnen sollen. Und das Wesentliche ist, und dort sollte man unser energetisches Potenzial verwenden, in der Liebe zu bleiben. Ja, also, und die Liebe ist frei von Bewertung, von Beurteilung, von Berechnung, von dem, dass wir irgendwem jetzt sagen müssen, dass das nicht gut ist, dass er Masken aufsetzt oder sonst irgendwas. Leute, wenn wir da draußen unterwegs sind, in dem System, dann setzen wir sich ja halt Masken auf. Na bitte, ist das irgendein Problem? Ja. Wenn ich das nicht will, dann habe ich hoffentlich meine eigenen Sachen im Keller und brauche da draußen nichts machen. In dem Spiel sind die Regeln nicht so. Also einfach flüssig bleiben. Mitgehen. Und keinen Widerstand leisten. Ja, dann bleibt nämlich unser Potenzial frei für das Wesentliche. Indem wir keinen da draußen verurteilen, indem wir uns exakt unseren Spiegel präsentieren. Nämlich das, wo wir immer Ja sagen, wo wir eigentlich Nein meinen. Das heißt, wir machen womit? Wo wir eigentlich schon lange machen, mitmachen möchten. Indem wir unserer feinsten Empfindung nicht Gehör schenken, sondern der Berechnung, die aus Angst resultiert. Um es jetzt wieder auf die Essenz zu beschränken, weil wir sind beim Thema Corona und was uns sagen will und wie wir damit umgehen sollten, also meines Erachtens noch flüssig bleiben. Keine Resonanz geht mit negativen Feldern. Corona hat die Kraft und ist initiiert worden, meines Erachtens nach, um die Bevölkerung zu spalten in mindestens zwei Teile. Ein großer Teil ist momentan fast schon in der Anarchie und im Revolutionär. Man glaubt, alles am BS, oh Gott, der Schaffer, wir müssen irgendwas machen. Und der andere Teil schwimmt einfach mit. Das ist wie, wir sind immer im Krieg, das ist so ein Kriegsbewusstsein, gell? Wir lassen uns nicht spalten, wir bleiben in der Liebe, beziehungsweise gehen in die Liebe, wo wir alle miteinander noch ganz, ganz richtig viel nachher bedürfen. Und deswegen ist ja das Ereignis Corona da, um das Land nicht zum Spalten, sondern zum Einen. Das sind die Bauarbeiter, das sind die Supermarktleute, das sind die Doktoren, das sind die Politiker, die einfachen Menschen und die, die was so wie ich gerade eigentlich gar kein Geld verdienen können, weil in der Gastronomie tut sie gerade sehr wenig. Soll ich deswegen mit irgendeinem auf Dreck werfen? Soll ich deswegen irgendeinem verurteilen, bewerten? Nein. Ich möchte im Vertrauen und in der Liebe bleiben. Dadurch bleibt mir die Kraft, wenn es ums Wesentliche geht, und das wird zum Beispiel sein, der Euro, wenn die nächste Währungsreform kommt. Oder wenn es auf einmal nur mehr alles bargeldlos serviert, dann sollten sie wir auf die Vier stellen und wirklich was tun. Da sind wir dann nämlich immer alle irgendwo zerstrahlt mit unserem Fokus und deswegen haben Volksbegehren bei uns auch meistens sehr wenig Wirkung. Das wollte ich jetzt einfach nur mal kurz dazu sagen. Die Liebe lässt auf sich zukommen, leistet keinen Widerstand. Wenn aber dann wirklich was Essentielles ist, dann geht die Liebe einen klaren, prägnanten Weg. Und das wollte ich euch kurz sagen. Hey, das war einfach gerade da. Ich wünsche euch einen ganz einen wunderbaren Abend, ein lichtvoll schönes Wochenende, was auch immer ihr gerade macht. Wenn ihr überfordert seid, geht es in Gleitflug und schaut auf jeden Fall. Es geht uns alle an. Die Message ist einfach, flüssig zu bleiben und auf keinen Fall in die Wertung zu steigen. Namaste aus der Lichtoase, wünscht euch der Peter. Elia Stirnchen.